It's heading towards the heart of the forest. We must proceed with caution. So. Das wird eine Kiste wahrscheinlich, wenn ich den besieg. So, die Kiste nehme ich wieder mit. War jetzt irgendwie nicht nichts, was ich bekommen habe. Da drüben ist noch so ein Ding. Gegen was ist das immer immun? Und Uhrattacke. So. Da gibt's auch noch eine Kiste. Da geht's hier um Figurenmenü zu öffnen, okay. Ich habe wieder neue Artefakte. Dann lege ich das an. Ich habe jetzt einen Z-Effekt, ne? Ich habe 1000 mehr AP. Ja, nice. Nochmal Figurenmenü, was passt das? Kann ich Figur hoch machen, okay. Naja, das will ich aber noch nicht. Ich weiß noch, wie viele von denen man so kriegt. So, nächste Videoszene. Da kann man mit dem Drachen reden. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? So. So, sieht aus wie eine Drachenträne. Okay. Hey, Abenteuerstufe 3. Und Figuren-EP 575. Das heißt, ich kann doch auch die Figuren einfach so auf Level 70 machen. Citizens of Mondstadt. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local named. And this mascot. What's the deal with it? I mean, we've already become. So to sum it up. Paimon ist irgendwie schon sehr, sehr gesprächig, ne? Oh, aren't you out here for some? I am, but not to worry. I can. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. I give you that sounded. Do you have something? Ja, ja, die Ember. Outrider Amber, reporting for duty. Just say the word if you have. So suspicious travelers. What are you doing? Ich weiß ja, das mit dem Ehre mag ich nicht.
Oh, ich habe ein neues Schwert, warte mal. Ja, wechseln. Ja, doch mehr Angriff, ne? Ah ja, wechseln. Okay, wunderbar. Das ist eine bessere Waffe. Die machen alle gleich viel Schaden. Habe ich auch noch Artefakte? Anlegen. Anlegen. So, und hier habe ich noch Stimmensachen. Okay. Ich weiß nicht. Die Ember mag ich irgendwie nicht. Wo soll ich denn hin? Ah, zu dem Teleporter da oben. Kann ich da draufhauen? Cool. Also Brocken Eisen. Nehme ich mal mit, wenn die gerade hier so... Kann ich damit das auch machen? Oh, ja, das macht aber fast keinen Schaden. Hm. Ich treff's nicht. So, da drüben war noch ein Brocken. Oh, das sind sogar noch zwei. Den Brocken nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, ich bin so in Spielen immer wie so ein Messi, der einfach alles mitnimmt. Was geht. Und ich immer noch weiß, ob die Sachen irgendwann mal gebrauchen kann. Und dann renne ich mit 14.000 Sachen im Inventar rum. So. Hier ist wieder Teleportationspunkt. Hey, da gibt's wieder ein Ding. Was macht dieses Ding hier? Ah, er ist explodiert irgendwann. So, noch ein paar Dämonenfrüchte. So, wo ist die Kiste? Ein Leuchtmark. Hier noch mehr Essen drin, eine Abenteuerschwanzfeder noch bekommen. Tannenholz. Wo soll ich denn jetzt hin? Da wäre ein Teleporter. Ich soll aber irgendwo hier in die Richtung gehen, okay. Dann spiele ich halt erstmal das Intro durch, bevor ich irgendwelche Teleportstationen such. Obwohl mich die schon anlächelt, ne? Nicht das Town. Geil. Wir haben das Fleisch schon dem Oder ist noch mehr Fleisch. Geil. Sage ich nicht nein zu dem Fleisch. Geil, ich kann jetzt einfach kochen. So. Kochkunst 0 von 5. Das heißt, ich kann das jetzt hier zubereiten. Manuell zubereiten. Okay. Was bringt es, wenn ich das jetzt 5-mal herstelle? Okay, das Essen ist jetzt jedes Mal perfekt. Gott sei Dank habe ich schon alles mögliche an Items mitgenommen, ne? Wenn ich das ganze Essen hier mache, dann kriege ich irgendwie echt Hunger. Hier kann ich jetzt noch Steak machen. Willst du das Glück besondere Gerichte? Ah,
Okay, das zu treffen ist eigentlich recht einfach. Einmal kann ich es noch herstellen. Leider nicht einmal ein besonderes Gericht bekommen. Ist die jetzt einfach gerade mal Essen weg? With your culinary skills. Oh, I've got some raw ingredients. Can we really have... That's okay. There's also a restaurant in Mondstadt. Okay, thank you for the... Im Restaurant kriege ich anscheinend irgendwelche Sachen. Geil, jetzt kann ich noch weiter kochen. Süß mariniertes Hähnchen. Na, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich hier jetzt... fünf Stück habe. Was passiert jetzt? Automatische... Ah, jetzt kann ich es automatisch zubereiten. Okay. Das könnte ich jetzt auch machen, dass ich es automatisch zubereiten kann. Dann machen wir das halt mal. Erinnert mich ein bisschen an Palbert, wo du jedes Pal 10-mal fangen musstest. Aber hey. Dann koche ich halt ein paar Mal die Sachen hier. Und jetzt kann ich das noch herstellen. Dafür brauche ich Fleisch, Rettich, Fisch. Oh, dafür brauche ich einiges andere Sachen noch. Okay, süßes mariniertes Hühnchen. Okay. Kriege ich dafür eigentlich XP? Also ich finde, ein bisschen schwerer hätten sie das schon machen können. Das heißt, eigentlich... So, nehme ich das noch mit. Eigentlich wollte ich hier bloß ins Wasser springen, die Früchte mitnehmen. Okay, und hier in der Mondstadt kann man anscheinend Materialien kaufen zum Kochen. Ich weiß zwar noch nicht, was mir jetzt das Kochen wirklich bringt oder was ich damit mache. Aber hey. Hier sind Pilze. So, Ember Level 2. Of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Ah. Everyone's been put out of place, but Jean? Acting great with Jean. Ja gut, dass jeder Angst vom Drachen hat, ist irgendwo verständlich, ne? Before I take you guys to the Knights, it's a reward for... because this for what? Sticky, come with me. So, drücke jetzt, um das Auftragsmenü zu öffnen. Ziel folgen, alles klar. Ja, wenn ich mich jetzt noch bewegen könnte, ne? Oder ist das jetzt noch Tutorial, ja? Jetzt hat. Eieiei. Irgendwie das automatische Laufen funktioniert irgendwie nicht, ne? So, warte mal, ich kann doch den Teleporter zumindest mal anmachen, oder nicht?